So, Ladies and Gentlemen, heute Special Guest, der zeigt uns mal, wie das richtig funktioniert. Heute Kniebeuge und Liegestütze. Und zwar für die Einsteiger 5 Runden und für die Pros 10 Runden. Das heißt, ihr macht quasi eine Minute lang Vollspeed, so viel wie ihr könnt. Kniebeugen, denkt dran, Ferse bleiben auf dem Boden und Hüfte unter Knie. Und dann wechselt ihr sofort in den Liegestütz und macht eine Minute lang Liegestütze. Orientiert euch hierbei an Matze. Es geht los. Er macht langsam heute, 28 in 30 Sekunden. Da kann man ein bisschen Druck machen jetzt, der Junge. So läuft das, Freunde. Das könnt ihr so als Referenz nehmen. Ihr merkt, er wird überhaupt nicht müde. Sind noch 10 Sekunden. Die ballert er schön. Ihr macht einfach die Geschwindigkeit von Matze mit. Könnt euch nach jeder Runde mal kurz ausruhen. Und Wechsel! Und Liegestütze. Da hat er schon, das läuft, seht ihr? Ist quasi genauso viel möglich wie bei den Kniebeugen. Wie gesagt, ihr orientiert euch einfach dran und dann läuft das von ganz alleine. 20 Sekunden hat er noch, dann möchte man bitte die Geschwindigkeit hier halten. Alter Matze, du kannst deine Klamotten packen und abhauen, wenn du das Ding hier nicht vollziehst. Ich will 60 Stück sehen. Zieh, komm! Jetzt wird er langsam, oder? Jetzt enttäuscht uns ein bisschen, Kinder. Geht mal Matze, Applaus hier, komm! Und stopp. So, Freunde, dann macht ihr ein Minütchen Pause und das Ganze dann 5-mal. Sportfrei, Kinders. Bis gleich. Hat Matze noch ein müdes Winken bestimmt, hä?